Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Veranstaltung mit dem Titel Hitler, der Künstler und Kriegsherr. Und es freut mich, dass ich dazu als Vortragenden Herrn Prof. Dr. Wolfram Püther aus Stuttgart begrüßen darf. Schönen guten Abend, Herr Dr. Püther. Begrüßen darf ich auch den Moderator des heutigen Abends, Herrn Prof. Dr. Markus Grese, Vorstand des Instituts für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Kepler-Uni. Herzlich willkommen. Ich darf mich bei ihm auch als Kooperationspartner für diese Veranstaltung herzlich bedanken, aber auch bei den weiteren Kooperationspartnern bedanke ich mich sehr für die Zusammenarbeit für diese Veranstaltung. Das ist das Oberösterreichische Landesarchiv und ich begrüße ganz herzlich Herrn Direktor Dr. Gerhard Markert. Auch herzlich bedanke ich mich beim Archiv der Stadt Linz, ebenfalls ein Kooperationspartner bei dieser Veranstaltung, bei Direktor Dr. Walter Schuster. Herzlich willkommen. Professor Grese wird nunmehr einleiten und Professor Püther vorstellen. Ich darf noch kurz auch auf den Büchertisch draußen verweisen, wo auch das Buch, das dem heutigen Vortrag zugrunde liegt, käuflich zu erwerben ist, wenn Sie dazu Lust haben. Und ich erlaube mir auch, eine Liste herumzugeben, wenn Sie Einladung von uns erhalten wollen und bis jetzt noch keine bekommen haben, können Sie sich in dieser Liste eintragen und wir schicken Ihnen dann entsprechende Informationen zu uns. Damit darf ich auch schon weitergeben. Bitte, Markus. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich auch sehr, Sie heute Abend hier begrüßen zu können zu einem, wie ich glaube, sehr spannenden Thema und spannenden Vortrag und freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Wolfram Püther, einen der namhaftesten Historiker im deutschsprachigen Raum, heute nach Linz zu holen und einzuladen. Und das hat auch einen ganz besonderen Grund, warum wir in Linz diesen Vortrag hier heute haben. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Ich möchte zu Beginn auch Dank sagen Harald Wildfellner von der Volkshochschule und den bewährten Kollegen Walter Schuster, Gerhard Markert, Cornelia Sulzbacher von Landesarchiv und Stadtarchiv für die Kooperation, die wir jetzt schon im Grunde für einige Veranstaltungen durchgeführt haben. Das ist immer wieder erfreulich und ich bin dafür sehr dankbar. Wolfram Püther, den wir heute Abend hören, ist Professor für Neuere Geschichte an der Universität Stuttgart und zugleich auch Direktor der Forschungsstelle Ludwigsburg für die NS-Verbrechensgeschichte. Wolfram Püther hat eine ganze Reihe von wichtigen und viel diskutierten Publikationen vorgelegt, die unser Bild von der Weimarer Republik und vom Nationalsozialismus doch sehr stark geprägt, wenn nicht zum Teil auch verändert haben. Er hat seine Doktorarbeit geschrieben und es ist auch das Buch veröffentlicht worden zur Einschätzung des Nationalsozialismus durch die deutsche Sozialdemokratie in der Weimarer Republik. Er hat dann habilitiert mit einer Studie zur Politik im ländlichen Raum. Und vor einigen Jahren ist die große Hindenburg-Biografie erschienen. Hindenburg, Sie wissen das alle, ist eine Schlüsselfigur in der Geschichte, in der Übergangsgeschichte von der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus. Und ja, nun hat sich Wolfram Püther dann in einem weiteren großen Buch mit einer Person beschäftigt, bei der man sich natürlich die Frage stellen kann, was kann man dazu noch Neues beitragen, was kann man noch Neues sagen zu dieser viel beforschten und viel diskutierten Person des Adolf Hitler. Und das, was die Arbeit von Wolfram Püther an der Stelle so einzigartig macht, ist ein Zugang, den er gewählt hat und den bislang noch keiner gewählt hat. Er untersucht am Beispiel von Hitler Schnittstellen zwischen Kultur und Politik und er folgt einer Spur, die von dem Philosophen und Literaturhistoriker Walter Benjamin einmal vorgegeben worden ist mit dem Stichwort, dass der Nationalsozialismus eine Ästhetisierung der Politik zur Folge gehabt habe oder eine Ästhetisierung der Politik gewesen sei. Und wenn man sich mit der Person Hitlers beschäftigt, dann taucht natürlich in dieser Erforschung oder in dieser Behandlung der Frage, inwieweit das Selbstverständnis von Hitler als Künstler für diese Ästhetisierung der Politik eine Grundlage gewesen ist, auch für sein eigenes Leben, für seine eigene Politik, ein Ort auf, an dem Hitler
prägende Jugendjahre verlebt hat. Sie wissen alle, welchen Ort ich meine. Es ist Linz oder Leonding, aber jedenfalls ist Linz an der Stelle natürlich in den Jahren zwischen 1898 und 1905/7. Ich glaube, wir wissen das gar nicht genau, wann Hitler Linz definitiv verlassen hat. Aber in diesem Zeitraum ist Linz für Hitler und für die politisch-künstlerische Sozialisation von Adolf Hitler der Ort. Und von daher ist es natürlich auch in dieser Hinsicht wichtig gewesen, dass Wolfram Pütter hier lokale Quellen studiert hat in den Archiven und dabei auf Dinge gestoßen ist, auf die bis dahin noch niemand gestoßen ist. Und jetzt hoffe ich, habe ich Sie alle sehr vorbereitet und neugierig gemacht auf den Vortrag. Ich bedanke mich noch einmal sehr herzlich dafür, dass er zu uns gekommen ist und freue mich auf den Vortrag von Wolfram Pütter. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin der Einladung sehr gerne gefolgt, weil in der Tat Linz nicht nur hinsichtlich des Protagonisten Hitler ein Ort ist, der sich prägend, ich hoffe, das eine oder andere hier noch einstreuen zu können, auf Hitlers zumindest künstlerische Entwicklung ausgewirkt hat, sondern weil in der Tat Linz für mich die beiden Archive, das Oberösterreichische Landesarchiv und das Stadtarchiv, für mich zentrale Schatzkammern gewesen sind. Ich darf zum Beispiel auf einen Umstand verweisen. Einer der wichtigsten Orte, an denen Hitler Klartext geredet hat, an denen Hitler unverhüllt, nicht zuletzt auch seine eliminatorischen, verbrecherischen Ansichten geäußert hat, das ist der privilegierte Kreis der Gauleiter. Das war der Kreis der alten Kämpfer, der überzeugtesten 150-prozentigen Nationalsozialisten. Ein kleiner Kreis, aus dem heraus nichts nach außen drang. Und es hat allein von 1933 bis 1939 27 dieser Besprechung Hitlers mit den Gauleitern gegeben. Wir haben von keiner einzigen Besprechung ein Protokoll, weil es untersagt war, ich werde euch auch sagen, warum, mitzuschreiben. Hitler war tintenscheu, Hitler ist kein Mann der Schrift gewesen und deswegen hat er auch es untersagt, dass ohne seine Autorisierung seine mündlichen Ausführungen, die handlungsanleitend waren, verschriftlich wurden. Es gibt einen Gauleiter, und das ist der Gauleiter von Oberösterreich, von Oberdonau, der Linzer Gauleiter August Eigruber, der verstoßen sogar gegen die Vorgaben Hitlers, in der Kriegszeit bis 1943 ein halbes Dutzend dieser Gauleiterbesprechungen in Gestalt von mehrseitigen Protokollen verschriftlicht hat. Und diese Protokolle findet man, einzigartige Quellenbestände, im Oberösterreichischen Landesarchiv. Und bin Herrn Kollegen Markort sehr dankbar, dass er mich damals auf diesen Bestand mit hingewiesen hat. Also das sind Schätze, Trouvaillen, die man in Linz machen kann. Vielleicht kann man ja sogar noch mehr machen. Ich bin immer gerne in österreichischen Archiven, weil nach meiner Erfahrung bei einem vermeintlich ausgeforschten Thema man hier noch am meisten neu entdecken kann. Als ich jüngst im letzten Monat wieder einmal in Wien war, eigentlich einmal im Jahr ein Pflichttermin, um dort einen Streifzug durch die Archive zu unternehmen, stieß ich in einem bislang wohl der Forschung noch nicht besonders vertrauten Bestand auf einen Hinweis, der 1938 amtierende Direktor des hiesigen Landesmuseums in Linz, Dr. Theodor Kerschner, und Hitler hat bei seiner triumphalen Rückkehr in seine Heimatstadt 1938 auch im Landesmuseum Einzug gehalten. Theodor Kerschner berichtet angeblich, aber vielleicht kann man ja noch mehr über Kerschner herausfinden, Hitler sei, das wissen wir, von 1905 bis 1906 Mitglied des Oberösterreichischen Musealvereins, so heißt es, geworden. Und es habe 5 Kronen gekostet und er habe das sich vom Munde abgespart, das habe er aus dem Munde Hitlers selbst gehört. Also, Sie sehen, wie interessant es ist, in Linz zu sein, aber natürlich ist der eigentliche Grund, warum mich Herr Gräser eingeladen hat, folgender. Einer der größten Söhne der Stadt Linz ist Johannes Kepler, der hier von 1612 bis 1627 lebte.
Und es gibt nur ein historisches Institut in Deutschland, das sich in der Keplerstraße befindet, nämlich das in Stuttgart. Und damit hätten wir von der Stuttgarter Keplerstraße zur Keplerstadt Linz noch einen weiteren Verbindungspunkt. Der Künstler und Feldherr. Und in der Tat geht es mir im heutigen Vortrag darum, methodisch eine Brücke zu schlagen zwischen dem Künstlertum Hitlers und seinem Dasein als Politiker, das ich ausstreifen werde, aber nicht zuletzt und vor allem eine Brücke zu schlagen zwischen seinem Künstlertum und seiner Feldherrenschaft. Die historische Forschung hat bislang erstaunlicherweise relativ wenig berücksichtigt, dass Hitler zumindest von 1941 an in der Rolle des obersten Befehlshabers der Wehrmacht aufging, dass seine militärische Funktion, seine politische an den Rand drängte. Hitler starb, pointiert formuliert, als Feldherr. Der Untergang im Führerbunker in Berlin ist der Untergang eines besiegten Feldherrn gewesen. Hitler hat bis zum Schluss die militärischen Fäden fest in der Hand gehalten und das bedarf der Legitimation. Die entscheidende Frage ist, warum ein Gefreiter des Ersten Weltkriegs, der über keinerlei professionelle Expertise verfügte, einen großen Krieg operativ zu führen, warum ein derartiger Laie imstande war, einen solchen großen Krieg so zu führen, dass er bis in die kleinsten Details eingriff. Hitler ab 1941, das ist der Feldherr, der zweimal am Tag militärische Lagebesprechungen abhält. Das ist derjenige, der die Armeen auf der Karte hin und her verschiebt. Das ist derjenige, der am 19. Dezember 1941 neben dem Oberbefehl über die Wehrmacht auch noch den Oberbefehl über das deutsche Heer übernimmt. Und 1942 im September sogar noch den Oberbefehl für einige Wochen über eine Heeresgruppe im Süden der Sowjetunion. Eine solche einzigartige Kombination von militärischer und politischer Macht ist im 20. Jahrhundert singulär. Es gibt unter den großen Kombattanten, Protagonisten und Kontrahenten des Zweiten Weltkriegs keinen einzigen, der eine vergleichbare herrschaftliche Position etabliert hätte wie Hitler. Hitler ist, etwas pointiert formuliert, der letzte Rohrkonnetable der Weltgeschichte, der letzte, der politische Macht und militärische Macht in einer Hand vereint. Dann lautet die Frage, wie legitimiert Hitler die Usurpation der militärischen Herrschaft? Denn er hat in seinen Programmschriften, in seinen Reden bis Kriegsausbruch nie den Anspruch erhoben, den Krieg, den er immer wollte, auch militärisch zu führen. Da gab es eine Arbeitsteilung. Der Politiker schafft die Voraussetzungen außenpolitisch-diplomatischer Art für einen Krieg. Das Militär exekutiert den unter vermeintlich günstigen Bedingungen stattfindenden Krieg. Hitler hat diese Arbeitsteilung aufgehoben. Hitler militarisiert, wenn Sie so wollen, seine Rolle und er geht in der Rolle des obersten Feldherrn auf. Das bedarf der Legitimation und ich hoffe, ich kann eine Antwort geben, warum Hitler seine militärische Führungsposition relativ erfolgreich zu legitimieren verstanden hat. Walter Benjamin ist schon erwähnt worden und es lohnt sich in der Tat hier anzuknüpfen, auch damit nicht ein naiver Kunstbegriff in unseren Köpfen herumschwirrt. Kunst ist natürlich nicht das Wahre, Schöne und Gute, sondern Kunst ist in der Wissenschaft, und ich bin mittlerweile ein halber Literaturwissenschaftler geworden, selbstverständlich auch der ästhetische Umgang mit dem Hässlichen, mit dem Abartigen, mit dem Destruktiven. Kunst kann alles, darf alles mit ihren genuin ästhetischen Möglichkeiten. Aber Kunst hat auch, und Walter Benjamin ist einer der ersten gewesen, der es erkannt hat, eine vergemeinschaftende Funktion. Der Faschismus, wie er schreibt, 1936 zuerst, läuft auf eine Ästhetisierung des politischen Lebens hinaus. Und das ist der Ausgangspunkt, von dem wir uns zunächst einmal leiten lassen. Und wir brauchen jetzt Begriffe, um den noch recht allgemeinen Terminus der Ästhetisierung etwas konkreter zu fassen. Und hier lehne ich mich an,
ich bin wie gesagt mittlerweile ein halber Literaturwissenschaftler, an die begrifflichen Offerten eines der ganz großen international visiblen Literaturwissenschaftler und Kulturwissenschaftler, also ans Hans-Ulrich Gumbrecht, der in einem seiner jüngsten monographischen Expeditionen zwei Kategorien ins Spiel bringt, die dazu dienen können, die kulturellen Modi näher zu qualifizieren, in denen sich eine solche Ästhetisierung des politischen Lebens abspielt. Gumbrecht unterscheidet zwischen Präsenzkultur und Sinnkultur. Was das bedeutet und warum das für Hitler wichtig sein kann, für die Erklärung Hitlers, das hoffe ich im Folgenden deutlich machen zu können. Beginnen wir vielleicht mit Sinnkultur. Und da haben wir auch die Gelegenheit, uns abzuwenden von einem Hitlerbild, das bis heute nicht zuletzt durch die Konjunktur, die Mein Kampf erlebt, präsent ist. Man nimmt Hitler gelegentlich, auch viele Historiker haben das getan, als Verfasser von programmatischen Schriften wahr und an allererster Stelle natürlich diese Schrift. Es ist eigentlich seine einzige Schrift gewesen. Hitler ist kein Mann der Schriftkultur und damit auch kein Mann der Sinnkultur, also keiner, der auf diskursive Weise Gedanken verschriftlicht und sie damit dem Leser als Sinnangebot offeriert. Hitler ist tintenscheu, Hitler ist als Politiker der Reden Hitler, aber nicht der Schreiben Hitler. In seiner Regierungszeit, ganz verräterisch, hat Hitler nie ein Schreibgerät bei sich. Wenn er gelegentlich etwas unterzeichnet, muss einer seiner Adjutanten herkommen und ihm einen Stift leihen. Hitler verschriftlicht nichts. Insofern, wenn wir jetzt angesichts der Tatsache, dass die Urheberrechte von Mein Kampf Ende dieses Jahres auslaufen und im nächsten Jahr die kritische Edition des Instituts für Zeitgeschichte in München erscheinen wird, auf diese Schrift gebannt blicken, dann wird uns das den Blick dafür verstellen, dass der eigentliche Hitler, der handelnde Hitler, auch der in seinen eliminatorischen Fantasien schwelgende Hitler, nicht unbedingt der Hitler ist, dem wir in dieser Schrift begegnen. Mein Kampf ist eine überaus raffinierte, nach bestimmten literarischen Verfahren organisierter Text, in dem Hitler ein eigenes Leben konstruiert, das es so nie gegeben hat. Das ist eine autobiografische Fiktion, wie jede Autobiografie eine konstruktive, fiktionale Leistung dessen ist, der sein eigenes Leben nach bestimmten narrativen Haltepunkten entwickelt. Also wenn wir auf Mein Kampf blickten, wenn wir Mein Kampf als klassische Quelle nähmen, um herauszufinden, wie Hitler in Linz oder in Wien sich ästhetisch entwickelt hat, dann würden wir in vielen Fällen in die Irre gehen. Was kann und wie kann Hitler als Künstler in seiner künstlerischen Vita dort prägende Entwicklungen mitgemacht haben, die ihn dazu befähigten, der Politik ein bestimmtes Gepräge zu verleihen? Ich gehe von der Prämisse aus, und die ist gut begründet, dass Hitler bis 1919, bis zu seiner politischen Erweckung, und die hat in München stattgefunden, im Frühjahr 1919, über keine gefestigten politischen Auffassungen verfügt hat. Damit weise ich mich in Übereinstimmung mit Brigitte Hamann, mit Thomas Weber, eigentlich mit allen, die ernsthaft, quellenkritisch sich mit Hitler beschäftigt haben. Hitler hat bis 1919 eine reine Künstler-Vita vorzuweisen. Und gerade deswegen ist die Frage interessant danach, warum sich von diesem Künstlertum dennoch Brücken in die Politik schlagen lassen. Hitler ist natürlich kein Antisemit gewesen bis 1919. Alles das, was er in Mein Kampf nachträglich schreibt, ist die Idealisierung einer Vita, die er benötigt, um einen Neueinstieg in die Politik zu wagen. Als er das Buch schreibt, ist er im Gefängnis. Es ist Gefängnisliteratur. Er braucht einen Neueinstieg in die Politik und da er bis dahin über sein eigenes Leben nie öffentlich kommuniziert hat, hat er jetzt die Chance, eine gewissermaßen offiziöse Beschreibung seines Lebens zu etablieren. Und das Interessante ist, dass diese offiziöse Beschreibung, die er selbst verfasst hat, kritiklos sowohl von seinen Gegnern als auch von seinen Bewunderern übernommen worden ist. Man könnte zu Mein Kampf und zu den Fährten, den
die er legt, den Finden, die er legt, noch vieles sagen, aber das ist nicht der Hauptgegenstand meiner heutigen Ausführung. Also der Künstler Hitler, was hat er in Linz in seiner ersten Phase der Begegnung mit dem Theater, und das ist die Kunstform, der in Linz im Landestheater begegnet, was hat ihm imponiert? Eine der wichtigsten Quellen, und hier ist der Jetzinger Nachlass im Oberösterreichischen Landesarchiv in Wien unverzichtbar, ist das Selbstzeugnis seines aus Linz stammenden einzigen Freundes, dem er nach Wien folgt, also August Kubizek. Kubizek ist eine glaubwürdige Quelle, und Kubizek folgend wird man in jedem Fall sagen können, dass Hitler vom musikdramatischen Schaffen Richard Wagners angetan war. Die Nachfrage muss lauten: Was an Richard Wagner hat Hitler in besonderer Weise imponiert, und was am musikdramatischen Schaffen Richard Wagners war geeignet, eine Brücke in die Politik zu schlagen, als Hitler 1919 den Einstieg in die Politik suchte? Und das Gesamtkunstwerk ist in der Tat der Begriff, den wir mit Richard Wagner verbinden. Natürlich hat Hitler Richard Wagner nicht in dem Sinne theoretisiert, wie es Musik- und Literaturwissenschaftler heute tun würden. Aber er hat ein Gespür dafür besessen, dass es Richard Wagner auf die Synästhesie ankam. Also darauf ankam, dass sämtliche Sinne im performativen Akt der Aufführung auf der Bühne zu einem Optimum gebracht werden. Und zu einem Optimum, das überwältigungsästhetische Effekte kreiert. Wer wie Hitler unzählige Male live auf der Bühne, zunächst in Linz, aber dann vor allen Dingen an einem privilegierten Ort, nämlich in Wien, erlebt hat, wie in einzigartiger Weise das musikdramatische Schaffen Richard Wagners für die Bühne gestaltet wurde, der bekommt ein Gespür für die überwältigungsästhetische, faszinierende Wirkung, die von einem solchen musikdramatischen Schaffen ausgeht, wenn es kongenial auf die Bühne überführt wird. Und da hatte er in Wien eine besonders privilegierte Begegnung mit dem, denn in Wien begegnet er dieser Person, Alfred Roller, der in Mähren geborene, also in Brünn, in Südmähren, in Brünn geborene kongeniale Mann an der Seite von Gustav Mahler, der für das Bühnenbild der Wiener Hofoper verantwortlich ist. Und wir wissen, dass der Bursche aus der Provinz, der junge Hitler aus Linz, ein Empfehlungsschreiben für Alfred Roller besessen hat, das er uns zu scheu gewesen ist, um den großen Meister zu inkommodieren, hat das Empfehlungsschreiben, als er 1908 nach Wien kam, nicht abgegeben. Und die Frage wäre, hier haben wir einen szenischen Entwurf Rollers zu Richard Wagners Lohengrin für die Wiener Hofoper 1906. Was genau ausgerechnet an Alfred Roller mag Hitler in dieser frühen künstlerischen Zeit imponiert haben? Ich hatte Gelegenheit, den Nachlass von Alfred Roller intensiv durchzuarbeiten. Der liegt im Österreichischen Theatermuseum in Wien. Und man gewinnt jedenfalls den Eindruck, dass was Roller auszeichnet, die kongeniale visuelle Umsetzung der Bühnenanweisungen von Richard Wagner ist. Also das Bühnenbild, die visuelle Ergänzung zu der genialen Klang-Text-Interaktion, die Wagner vorgegeben hat. Und insofern haben wir damit schon eine wichtige Zugangsweise Hitlers erfasst. Hitler ist in gewisser Weise ein Augenmensch, jemand, der von der Visualität her das musikdramatische Schaffen Richard Wagners erfasst und dem das Bühnenbild deswegen besonders ans Herz gewachsen ist. Das hat Konsequenzen, auf die ich gleich eingehen werde, hinsichtlich der späteren Usurpation der Feldherrnschaft. Das Ganze wird in Wien zugrunde gelegt. Hitler geht 1913 nach München, um sich künstlerisch weiterzubilden,
Welche Kunst das ist, auf die werde ich gleich noch eingehen. Aber 1919 erst findet die Politisierung Hitlers statt, aller Wahrscheinlichkeit nach im Gefolge der Revolution und Gegenrevolution im Frühjahr 1919 in München. München ist ein einzigartiges politisches Biotop. Es gibt keinen Ort in Deutschland, der so sehr durch die Revolution im November 1918, durch die kommunistische Machtübernahme im April 1919 für einige Wochen und durch die erfolgte Gegenrevolution im Mai 1919 so politisiert und so gewalttätig imprägniert worden wäre wie München. München ist also ein einzigartiges Laboratorium. Der Politiker Hitler ist nicht in Wien, sondern in München geformt worden. Hitler steckt in die Politik ein. Und was bringt er mit, was ihn unterscheidet und ihn befähigt, die Massen in seinen Bann zu schlagen? Hitler ist ein Homo novus, jemand, der unbeleckt ist, der über keinerlei politische Erfahrungen verfügt, aber er besitzt ein Talent, das entscheidend ist, um unter den neuen Bedingungen der Massenpolitisierung einem neuen ästhetischen Verlangen nach einem bestimmten Politikstil gerecht zu werden. Die entwurzelten, orientierungslosen Massen im Deutschland nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, die interessieren sich nicht nur dafür, was gesagt wird, natürlich interessieren sich auch für die politischen Inhalte, aber sie interessieren sich genauso dafür, wie etwas gesagt wird. Der langweilige Vortragsstil bürgerlicher Honoratiorenpolitik ist abstoßend. Die professionellen Agitationsreden, geübter Agitationsredner, die ihr Programm abspulen, ist ebenfalls eher langweilig. Hitler bringt eine neue, wenn Sie wollen, Farbe in den politischen Stil des Versammlungsredners, der meistens in geschlossenen Sälen redet, nämlich des leidenschaftlichen, von der Sache überzeugten und vor allen Dingen auch den Raum als atmosphärisches Reservoir ins Spiel bringenden, geübten Versammlungsredners. Aber er hat nicht so geredet, wie wir sozusagen ihn vermeintlich kennen. Das wäre eine Art des Redens, die in jedem Fall viel zu übersteigert wäre. Jemand, der seine Gestik und Mimik übertreibt, der kann kein guter Redner sein. Insofern ist das ein Posieren vor den Fotoapparaten desjenigen, der das Bild Hitlers monopolisiert hat, seines Hoffotografen Heinrich Hoffmann. Also so hat Hitler nicht geredet. Hitler war jemand, der vor allen Dingen durch seine Stimme und seinen Stimmeinsatz überzeugt hat. Jemand, der sich heiser geredet hat, der schweißgebadet war, der gewissermaßen alles gegeben hat. Die interessante Frage, die man vielleicht hier in Linz am besten beantworten kann, auf die ich immer noch keine wirklich zuverlässige Antwort habe, ist die Frage, ob möglicherweise eine bestimmte Stimmfärbung Hitlers ein Malus gewesen ist. Das ist nicht ganz unwichtig. Es gibt, wenn Sie sich durch die Stimme als Politiker ein Profil verschaffen, gibt es bestimmte in den deutschen Dialekten angelegte strukturelle Nachteile. Dass die Deutsche Demokratische Republik auch deswegen keine besonders hervorragende Performance in Gestalt der öffentlichen Auftritte ihrer Repräsentanten vorzuweisen hatte, lag auch daran, dass Walter Ulbricht ein so schreckliches Sächsisch sprach, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, dass allein schon durch diesen einen Satz in performativer Hinsicht die DDR ruiniert worden ist. Und die Tatsache, dass es noch bis auf Kurt Georg Kiesinger, der aber ein philosophisch gebildeter Mann war, noch keinen Schwaben gegeben hat oder eine Schwäbin, die es zum Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gebracht hat, mag auch darin seinen Grund haben. Also, wie redet Hitler? Eine interessante rezeptionsanzeigende Quelle. Wolfgang Jenicke ist der Regierungspräsident von Potsdam, also ein deutscher Spitzenbeamter. Die allermeisten hören Hitler zum ersten Mal reden, Anfang Februar 1933, als Hitler nämlich zum ersten Mal über das Radio verfügt.
Den Nationalsozialisten ist das Radio versperrt. Erst als Hitler Regierungschef wird, also nach dem 30. Januar 1933, ist es möglich. Und Anfang Februar 1933 hält er seine Rundfunkansprache noch im sterilen Tonstudio. Wie wirkt das Ganze? Abends hörte ich mit der Muttel zusammen zum ersten Mal Hitler, der ein merkwürdig schnurrendes R spricht und überhaupt so spricht, wie wenn ein Österreicher sich bemüht, ohne Dialekt Hochdeutsch zu sprechen. Nach den Quellen, die mir vorliegen, also diese Quellen deuten eher darauf hin, dass es nicht wenige Zeitzeugen aus dem bayerisch-österreichisch-böhmischen Raum gibt, die meinen, Hitler habe so gesprochen, wie wenn ein aus Böhmen stammender Deutscher sozusagen sich an das Deutsch gewöhnt, das man in Wien sprechen würde. Sozusagen eine Art eher Bildungs-Süddeutsch mit böhmischen Ingredienzien. Jetzt mögen Sie vielleicht mir Hinweise geben, welche Spur die richtige ist. Also nach meinem einigermaßen ausgesprägten Sprachvermögen hat Hitler keinen ausgeprägt regionalen Dialekt gesprochen, also ein vielleicht allgemeines Bildungssüddeutsch. Also mit anderen Worten, seine Stimme war kein Malus. Und damit haben wir einen Punkt erreicht, an dem ich auch Hitler als Auftrittskünstler, als jemand, der in besonderer Weise als politischer Performanzkünstler wirksam war, wieder verlassen kann, diese Seite von Hitler. Hitler hat die Zustimmung seiner Gefolgschaft, die charismatische Beziehung, die er zu seiner Gefolgschaft errichtet hat, nicht zuletzt durch die Macht seiner Rede und durch die Kraft seiner Stimme generiert. Und hierbei waren die Vervielfältigungen der Live-Auftritte Hitlers, der immer vor Publikum sprach, von Ausnahmen abgesehen, durch das Radio entscheidend. Ein Literaturwissenschaftler hat dafür einen überaus treffenden Begriff gefunden. Er spricht von akusmatischer Herrschaft. Also die charismatische Herrschaft Hitlers ist eine akusmatische Herrschaft, weil die Stimme Hitlers jeden Winkel des öffentlichen Raumes okkupiert. Das gemeinsame Hören der Reden Hitlers, die zeitversetzt mehrfach übertragen werden, beschallt den öffentlichen Raum und dringt in jeden Winkel vor. Vor Hitler kann man sich nicht schützen. Wenn die Charlie Chaplin, The Great Dictator, eine ästhetisch überaus interessante, viele Wahrheiten verratene Beschäftigung mit Hitler, dort werden Sie auch die Stimme des Diktators Hinkel hören, der gar nicht dabei ist, aber dessen Stimme sozusagen ungeschützt in alle Ecken und Winkel des öffentlichen Raumes dringt. Aber uns interessiert vor allen Dingen der Feldherr Hitler und nicht so sehr der Politiker Hitler, der sich seine Herrschaft nicht zuletzt erredet hat. Und hier, ich steige nochmal ein bei meiner Ausgangsfrage, müssen wir das strukturelle Problem noch einmal in aller Klarheit benennen. Wie gelingt es Hitler, der sich in seinen Programmschriften als Politiker profilieren wollte, wie gelingt es Hitler erfolgreich von 1940 an die oberste militärische Führung des Krieges in seiner Hand zu vereinen und die Feldherrenrolle einzunehmen? Das ist zunächst mal eine Frage, die, wenn man sie systematisch behandelt, die Frage aufwirft, gibt es eine Verwandtschaft zwischen Krieg und Kunst oder zwischen Kunst und Krieg? Gibt es sozusagen auch bestimmte künstlerische Befähigungen, die auch ein professioneller Militär besitzen muss? Gibt es gewissermaßen im Wissensdiskurs des Militärischen, in der Expertise des Generalstabs auch eine gewisse Hochachtung vor künstlerischer Kreativität? Ja, natürlich gibt es sie. Wenn Sie die offizielle Dienstvorschrift nehmen, Truppenführung, erster Teil, Berlin 1936, noch vom damaligen Chef der Heeresleitung, Generaloberst Kurt von Hammerstein-Ickwart, verfasst, haben Sie im ersten Satz schon diese Botschaft in komprimierter Weise enthalten.
Die Kriegsführung ist eine Kunst, eine auf wissenschaftlicher Grundlagen beruhende freie schöpferische Tätigkeit. Und das bedeutet, dass von den herausragenden kreativen Köpfen unter den Militärs durchaus auch eine freie schöpferischer Umgang verlangt wird. Allerdings, und das ist die Einschränkung, sie müssen ihr Handwerkszeug beherrschen. Das heißt, ein Generalstäbler hält sich viel darauf zugute, legt großen Wert darauf, dass er das ABC des Kriegführens von der Pike auf gelernt hat und dass das Kriegführen keinem blutigen Laien, keinem Dilettanten anvertraut werden kann, sondern jemandem, der professionell das Militärische gewissermaßen als Wissenschaft verinnerlicht hat. Hier liegen also die Grenzen und Restriktionen auch des Anspruches Hitlers, die militärische Führerschaft an sich zu reißen. Und deswegen ist es kein Zufall, dass der Kern des militärischen Widerstandes gegen Hitler sich aus einem bestimmten Wissensdiskurs speist. Praktisch alle führenden Militärs, die ihren Widerstand gegen Hitler im Umfeld des 20. Juli 1944 mit dem Leben bezahlten, sind Generalstäbler. Sie werden kaum einen finden, der kein Generalstäbler ist. Und wenn Sie die wenigen Zeugnisse, die wir haben ja nur ganz wenige Zeugnisse, von Stauffenberg etwa haben praktisch kaum ein Selbstzeugnis, wenn Sie das einmal systematisch abklopfen, werden Sie einen zentralen Grund finden, warum diese Militärs irgendwann einmal 1942, 1943, manche erst 1944, sich entschließen, etwas zu tun, was in der preußisch-deutschen, österreichischen Militärgeschichte einzigartig ist, was es bis dahin nie gegeben hat, nämlich den obersten Kriegsherrn umzubringen. Das hat es nie in der preußisch-deutschen, österreichischen Militärgeschichte gegeben, dass die engsten Ratgeber und Mitarbeiter des obersten Kriegsherrn diese Person eliminieren, ausschalten wollen. Und zwar nicht nur ausschalten wollen, sie wollen ja auch die Macht übernehmen. Der 20. Juli 1944 ist ein generalstabsmäßig professionell organisierter Umsturz, der wahrscheinlich auch erfolgreich gewesen wäre, wenn nicht Hitler überlebt hätte. Also wenn Sie das mustern, werden Sie auf einen Urgrund stoßen, nämlich die Abrechnung mit Hitler, dass hier ein Dilettant, ein militärisch nicht befähigter, der sein Handwerkszeug nicht gelernt habe, die oberste militärische Führung an sich gerissen habe. An einem Zeugnis wird das besonders klar, das bislang viel zu wenig bekannt ist. Es gibt unter den vielen Exponenten der obersten militärischen Führung im Deutschen Reich jemanden, der den wissenschaftlichen Anspruch, dass militärische Führung zugleich gewissermaßen professorenhafte Vertiefung in den Gegenstand mit sich zieht, als Person in besonders markanter Weise repräsentiert, ist ein Gelehrter. Er gilt als verkappter Professor. Das ist der Generalstabschef, der bis zum Herbst 1938 amtiert hat, nämlich Generaloberst Ludwig Beck. Beck wäre beim erfolgreichen Attentat Staatsoberhaupt des Großdeutschen Reiches geworden und damit zugleich Oberbefehlshaber der Wehrmacht. Und in den Papieren, die wir bei Gördeler gefunden haben, gibt es einen Aufruf Becks an die Wehrmacht. Denn Beck hätte nach einem erfolgreichen Attentat und Umsturzversuch natürlich gegenüber den Soldaten erklären müssen, warum es legitim ist, den obersten Befehlshaber der Wehrmacht zu eliminieren. Und dieser Aufruf Becks an die Soldaten des Heeres ist nichts im Kern eine Abrechnung mit dem Dilettantismus des Gefreiten, dem es an jeder professionellen Expertise fehlt. Und damit stellt sich die Frage allerdings noch zugespitzt. Warum haben denn trotzdem im Kern hat das Gros der Generalität des Großdeutschen Reiches, der Offiziere und nicht zuletzt der Mannschaften auf das Wort des obersten Befehlshabers der Wehrmacht gehört? Warum war Hitler imstande, erfolgreich die militärische Führung an sich zu reißen? Warum hat man diesen Anspruch Hitlers nicht als ein Hypertrophen Herrschaftsanspruch als nackte Usurpation abgelehnt. Und hier stoßen wir nun auf ein ästhetisches Konzept, das einen großen Vorteil hat, wenn es von einem Politiker in die Hand genommen wird. Das ist ein ästhetisches Konzept, das eine Generalermächtigung mit sich bringt. Eine Generallizenz, alles zu tun und nichts zu unterlassen.
Das ist ein ästhetisches Konzept, das in der deutschsprachigen Geistesgeschichte tief verankert ist, das seit der Mitte des 18. Jahrhunderts einen festen Platz in der deutschen Geistesgeschichte hat, und zwar in der deutschen Geistesgeschichte, nicht in der britischen, französischen oder italienischen. Das ist ein Konzept, das darauf setzt, dass eine Person mit einer originären Schöpferkraft, mit einer ursprünglichen Kreativität alles tun kann und das darauf setzt, dass ein solcher kreativer Kopf keine formelle Ausbildung besitzen darf. Er darf nicht professionell deformiert sein. Er darf nicht über den höheren Bildungsabschluss verfügen. Es muss ihm gewissermaßen in den Schoß gefallen sein. Und dieses Konzept ist das Genie-Konzept. Der Genie-Gedanke, wie der Germanist Jochen Schmidt in einer faszinierenden Arbeit schon vor 20 Jahren dargelegt hat, hat sich tief in die deutschsprachige Literatur, Philosophie und Politik eingeschrieben. Und wenn Sie einmal untersuchen, wie beispielsweise in der frühen Weimarer Republik an das politische Personal dieser ersten deutschen Demokratie auch solche Genie-Eigenschaften herangetragen werden, dann wird Ihnen klarer, dass Hitler eine weit verbreitete Geniebereitschaft aufgreifen konnte. Weite Kreise der deutschen Gesellschaft und Kultur waren reif für eine Person, die sich mit dem Attribut des Genies schmückte, die einen Genieanspruch proklamieren ließ. Sie waren bereit, einer solchen Person, wenn sie einen unkonventionellen Lebensweg besaß, eine solche Genieeigenschaft zuzuerkennen. Und es ist auch kein Wunder, Hitler hat das übrigens ganz gezielt in diese Richtung gelenkt. Ein Genie darf sich nicht selber zum Genie ausrufen, das geht nicht. Andere müssen es von ihm sagen. Und Hitler hat auch einen Genie-Herold besessen, auf den wir gleich eingehen werden, der ihn zum militärischen Genie ausgerufen hat. Aber Birgit Schwarz, die in Wien lebende Kollegin der Kunstgeschichte, die ein faszinierendes Buch geschrieben hat, Hitler, Geniewahn und die Kunst, hat mit Recht darauf hingewiesen, dass der Kunstgeschmack Hitlers im Bereich der bildenden Kunst, nicht zuletzt, denken Sie an Böcklin, denken Sie vor allem an Anselm Feuerbach, sich auf Künstler richtete, die eine Genie-Vita vorzuweisen haben, weil sie nämlich verkannt worden sind. Das Genie muss verkannt sein. Einige Jahre, Jahrzehnte seines Lebens hat ein Genie gelitten unter dem Unverständnis seiner Umwelt. Und insofern ist die Tatsache, dass Hitler zum Künstlerprekariat gehörte, dass er kein erfolgreicher Künstler gewesen ist, dass er in dieser Hinsicht gescheitert ist, kein Malus, sondern ein Bonus, denn es gehört zur Genieerzählung, die Hitler ganz bewusst verbreitet ist. Kommen wir wieder zurück zur militärischen Tätigkeit. Hitler braucht natürlich eine militärische Operation, die so ungewöhnlich ist, so aus dem Rahmen fällt, dass man ihm auch von skeptischer militärischer Seite eine solche regelbrechende Kreativität zubilligt. Und das ist der Westfeldzug 1940 gewesen, der eben nicht nach den Regeln der Kunst stattgefunden hat, sondern der stattgefunden hat nach einem ungewöhnlichen Plan, den Sie alle kennen werden, den sogenannten Sichelschnittplan. Hitler hat diesen Plan nicht erfunden, er hat ihn aber sich zu eigen gemacht. Und jetzt sind Sie die Ersten oder die Zweiten, die Gelegenheit haben, einen Blick in das Tagebuch von Erich von Manstein zu werfen. Das Tagebuch, das sich in Privatbesitz befindet, das ich für meine Studie heranziehen durfte. Erich von Manstein, damals Generalleutnant, einer der besonders kreativen und klugen, generalstabsmäßig geschulten Militärs, hat diese kühne Idee, zum ersten Mal in der Weltgeschichte eine eigenständige Panzeroperation durchzuführen und dafür die wenig panzertauglichen Mittelgebirge der belgischen Ardennen auszuwählen, um direkt an die Maas vorzustoßen, nach Sedan, hat diese Idee vergeblich angepriesen beim Oberkommando des Heeres, das an eine Neuauflage des Schlieffenplanes dachte. Und am 17. Februar 1940 wird er von Hitler zu sich nach Berlin bestellt. Hitler hat erfahren, dass Manstein etwas Ungewöhnliches im Schilde führt. Hitlers Wehrmachtsadjutant Rudolf Schmund hat diesen Kontakt vermittelt. Und diese Tagebucheintragung ist überaus symptomatisch dafür, dass Hitler solche Genie-Eigenschaften übertragen bekam. Und zwar von einer Person wie Erich von Manstein, die skeptisch war, die militärwissenschaftlich gebildet war und die Hitler zum ersten Mal überhaupt gesehen hat.
Das ist die erste persönliche Begegnung zwischen Hitler und Manstein am 17. Februar 1940. Ich zitiere einmal, ich trug das Wesentliche unserer Denkschrift, also seine Denkschrift, an das Oberkommando des Heeres vor, fand volle Zustimmung, also bei Hitler, überhaupt ein erstaunliches Einleben in diese Dinge von den gleichen Gesichtspunkten, die wir auch von Anfang an vertreten haben. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und dieser Satz bringt die Grenzen, aber auch die Möglichkeiten des Geniediskurses zum Ausdruck. Aber es fehlt dem Genie eben die Ergänzung eines wirklich operativ geschulten und dabei von gleichem Siegeswillen beseelten Generals, um die Dinge auch in der wahrscheinlichen Entwicklung bis ans Ende zu durchdenken. Wichtig ist, dass Manstein hier Hitler die Eigenschaft des Genies zuerkennt. Das Genie ist Hitler. Aber zugleich relativiert er das, indem er sagt, Hitler mag der kreative, künstlerisch aufgeschlossene, für unkonventionelle Ideen reife oberste Befehlshaber der Wehrmacht sein, aber damit wir wirklich erfolgreich Krieg führen dürfen, muss Hitler jemanden haben, der ihn erdet. Einen gleichberechtigten, operativ geschulten, dabei von gleichem Siegeswillen beseelten General. Also gewissermaßen ein Generalstabschef. Wenn man an das Gespann Hindenburg-Ludendorff im Ersten Weltkrieg denkt, würde man sagen, Hindenburg war das Gegenteil von einem Genie, das Gegenteil von jemandem, der aus künstlerischer Inspiration politische Legitimation abgeleitet hätte. Aber Hitler hätte gewissermaßen einen Ludendorff an seiner Seite benötigt. So Manstein. Und das ist auch der feste Wille Mansteins. Und man kann nicht zuletzt das Ringen der Generalität im Krieg in die Sowjetunion, der ab 1942, ab Ende 42, Anfang 43 natürlich in immer schwierigere Situationen führt, auch damit erklären, dass auch Manstein selbst lange Zeit immer noch sich von der Überlegung leiten lässt, dass Hitler zugänglich sei und dass Hitler gewissermaßen einen Generalstabschef an seiner Seite dulden würde, der die Tagesarbeit, die Routinearbeit, die operative Arbeit übernehmen würde. Und beispielsweise in der Tagebuchantragung vom 8. August 1943, wo Manstein sagt, der Führer muss entweder mit einem Wehrmachtsgeneralstabschef arbeiten oder den Überfall auch über Luftwaffe und Marine übernehmen und dann mit den drei Generalstabschefs arbeiten. Also der Versuch, an die Einsicht Hitlers zu appellieren. Aber dieser Versuch ist vergeblich gewesen. Hitler hat keinen Jota von seiner militärischen Kompetenz abgegeben. Obwohl die militärische Lage sich verschlechtert und obwohl beispielsweise bei Kurt Dittmar, der das Sprachrohr des OKH im Radio gewesen ist, der für das Oberkommando des Heeres die militärische Lage im Radio kommentiert hat, schon nach dem Desaster von Stalingrad feststand, was ist zu tun, um den Ruf des Führers als Feldherrn zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Warum hat Hitler nichts abgegeben von der militärischen Führungsgewalt, die er okkupiert hatte? Ein wichtiger Grund, der entscheidende Grund ist gewesen, dass Hitler aus der Vita, aus der erstaunlichen Karriere, aus dem einzigartigen Aufstieg Hindenburgs eines gelehrt hatte. Der Aufstieg Hindenburgs zum politischen Herrscher ist ein Beleg dafür, wie militärische Erfolge in politische Herrschaft umgemünzt werden. Genau das wollte Hitler verhindern. Er wollte verhindern, dass ein Militär in diesem Krieg, der ja bis 1942 durchaus auch Siege produziert hat, aufsteigt, der unabhängig von Hitler ein militärisches Renommee besitzt, das er dann möglicherweise in eigenen politischen Einfluss ummünzen kann. Und das ist der entscheidende Grund dafür, dass Hitler bis zum Schluss und ab 1942 in einem rasanten Wechselspiel die führenden Generale und Feldmarschälle reihenweise austauscht. Manstein selbst ist im März 1944 an der Reihe, als er abgelöst und zur Führerreserve befohlen wird. Damit bleibt allerdings
die Frage immer noch offen, warum die Hitler zugewiesenen Qualitäten des größten Feldherrn aller Zeiten, warum diese Geniezuweisung nicht als anmaßende Usurpation ausgelegt wurde. Ich hatte gesagt, dass ich Ihnen den Herold präsentieren werde, der Hitler zum Genie ausgerufen hat. Das musste natürlich ein Soldat sein. Es musste der oberste, der ranghöchste Soldat der Wehrmacht sein. Und das ist im Mai 1940 Hermann Göring gewesen. Und es war Göring, der in einer Pressekonferenz vom Mai 1940 genau diese Gedanken entfaltet hat. Und es lohnt sich vielleicht, diese Proklamation einmal genauer zu verfolgen. Seine, also Hitlers geniale Führung, hat die Grundlage für alle Erfolge geschaffen. Das deutsche Volk kennt seinen Führer. Als der große Staatsmann ist er Mehrer des Reiches gewesen. Und dieser Satz ist wichtig. In seiner Person vereinigen sich staatsmännische Führung und geniale Feldherrnkunst. In seiner Person vereinigen sich staatsmännische Führung und geniale Feldherrnkunst. Das ist der entscheidende Satz. Und Hitler wird hier als Reinkarnation Friedrichs des Großen ausgegeben. Wichtig ist, dass Hitler nicht nur auf der Ebene des Geniediskurses als Genie verklärt wurde und sich dann auch wie ein Genie verhalten hat. Ein Genie zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Ein Genie tritt nicht auf. Es ist unter der Würde eines Genies, dass es öffentlich auftritt. Insofern ist die Tatsache, dass sich Hitler ab 1943 in der Öffentlichkeit immer rarer macht, dass er kaum noch öffentlich redet, dass sein Bild in den Zeitungen nicht mehr erscheint, im Grunde die konsequente Umsetzung der Unsichtbarkeit des Genies. Aber was hat Hitler nun in dieser Zeit getan, als er im Führerhauptquartier jeden Tag zweimal militärische Lagebesprechungen abhielt? Warum haben diejenigen, die 15 bis 20 höheren Militärs, die um ihn herum waren, seine Anweisungen befolgt? Warum haben sie seine militärische Führungsrolle akzeptiert? Und hier kommen wir auf eine auch aus Hitlers Künstlertum stammende besondere Fähigkeit Hitlers, die in besonderer Weise geeignet war, einen Krieg, der als Krieg der Lagekarten visualisiert werden konnte, einen solchen Krieg mit Hilfe der Lesekompetenz, mit Hilfe der Dekodierungskompetenz der Lagekarten zu beherrschen. Denn Hitler ist von seinem Selbstverständnis als Künstler, wenn man davon sprechen kann, nicht der Maler gewesen. Hitler hat praktisch nie gemalt, hat gezeichnet. Postkarten in Wien, um zu überleben. Das war ein Brotberuf. Seine eigentliche Passion gilt aber der Architektur. Hitler ist von seinem Selbstverständnis her ein verhinderter Theaterarchitekt. Oder Architekturmaler. Das sagt er übrigens auch. Und zwar schreibt er das zum ersten Mal am 21. Januar 1914, und zwar an den Magistrat der Stadt Linz, als er begründen muss, warum er sich der Gestellungspflicht für die KOK-Armee entzogen hat. Er schreibt, dass er sich als Architekturmaler noch immer erst ausbilde. Hitler durfte in Wien bei Max Fabiani tatsächlich einige Wochen lang gearbeitet haben, und Hitler geht 1913 nach München, um dort bei dem führenden Architekturbüro für Theaterarchitektur, nämlich Heilmann und Littmann, sich weiter als Architekturzeichner auszubilden. Und wir wissen alle, wie vernarrt Hitler in seine architektonischen Pläne gewesen ist. Und Linz ist ja ein beredtes Beispiel dafür, dass Hitler nach seinen eigenen architektonischen Grundentwürfen diese Stadt, die er als seine Heimatstadt ansah, umgestalten wollte. Und es spricht Bände, dass Hitler im Februar 1945 sich vom Generalbevollmächtigten für die Umgestaltung von Linz, also von Hermann Giesler, die maßstabsgestreuen Modelle in die Reichskanzlei bringen lässt und dort, wir kennen alle diese Bilder, versunken vor diesen Modellen sinniert. Aber was bedeutet jetzt diese künstlerische, affektierte Haltung, diese Affektion für die
Architektur für das Zeichnen hinsichtlich der militärischen Führungskompetenz Hitlers. Wenn wir Hitler als militärischer Führer sehen, als Feldherr sehen, dann werden wir ihn in solchen Posen, und zwar nur in solchen Posen, sehen. Hitler gebeugt über die Lagekarte, hier bei einem Besuch Mussolinis, links neben Hitler Alfred Jodl, der Chef des Wehrmachtsführungsstabes im Oberkommando der Wehrmacht. Die Lagekarte, das ist das Illusionsmedium, die Fernseheinrichtung, die es Hitler ermöglicht, die militärische Führung über diesen Krieg erfolgreich zu proklamieren. Was heißt es, wenn man einen Krieg von der Lagekarte aus dirigiert? Das bedeutet, dass man den Kriegsverlauf visualisiert, dass man ihn auf das Format einer Karte band und damit mit der originären Kompetenz eines Experten für das Zeichnen, das ist der Architekt, eines Experten für das Entwerfen mit Hilfe eines Zeichenstiftes. Und den hatte Hitler immer dabei. Hitler hatte nie einen Schreibstift dabei, aber immer einen Zeichenstift, um in den Lagebesprechungen die entsprechenden Anweisungen visuell auf die Lagekarte unmissverständlich jedem sichtbar zu markieren. Und dazu gehört auch, dass er einen Diskurs im Führerhauptquartier führt, der ein rein visueller Diskurs um die Lagekarte, um die Hoheit der Lagekarte ist. Hitler lässt nämlich nicht zu, dass Zahlen oder andere Schriftquellen als Informationen von den Teilnehmern der Lagebesprechung mitgebracht werden. Es gibt keinen General, der aus der Tasche eine Zahlenkolonne hervorgezogen hätte, wo er beispielsweise die Verluste einer bestimmten Armee aufgezählt hätte. Der Diskurs, der dort geführt wird, die Kommunikation, wird von Hitler absolut dominiert, weil es letztlich, wenn Sie wollen, pointiert formuliert, ein architektonischer Diskurs ist, wo es darum geht, solche Entwürfe kreativ zu lesen. Es ist ein völlig entkörperlichter Krieg. Hitler hält sich diesen Krieg vom Leibe. Hitler besucht nie die Front. Hitler geht bewusst den Zerstörungen des Krieges, den er ermöglicht hat, aus dem Wege. Hitler besucht während dieses Krieges keine einzige bombenzerstörte Stadt. Er will nicht wissen, was dieser Krieg angerichtet hat. Es ist eine entkörperliche Kriegführung, die sozusagen auch jeder zeitlichen Dimension enthoben ist. Und das verschafft Hitler die Kompetenz, diesen Krieg sozusagen auf eine Art und Weise zu führen, wie ein Architekt sich über eine Lageskizze beugt. Ein letzter Punkt. Der Krieg im Osten gerät 1941 in eine schwere Krise. Am 19. Dezember 1941 über den Titel den Oberbefehl übers Heer. Das ist bekannt. Es ist auch bekannt, dass die Doktrin, die Hitler seinem Heer vorschreibt, die Doktrin des Haltens ist. Das deutsche Heer soll stehen bleiben. Es soll nicht weichen. Es soll jeden Quadratmeter Boden verteidigen. Es soll irgendwann einmal, wenn es das Wetter zulässt, sich eingraben. Es sollen Befestigungen errichtet werden. Im Osten, aber nicht zuletzt im Westen, wo ab 1943 die gesamte Aufmerksamkeit gilt, eine Invasion der Westalliierten zu verhindern. Der Atlantikwall soll gebaut werden. Unter dem harmlosen, Hitler ergebenen, treuen Nationalsozialisten Erwin Rommel, der als Inspektor des Atlantikwalles vorgesehen ist. Und hier kann Hitler eine weitere genuin architektonische Kompetenz für sich reklamieren. Hitler sagt zum späteren Generalstabschef Heinz Guderian: Ich bin der größte Festungsbaumeister aller Zeiten. Ich bin der größte Festungsbaumeister aller Zeiten. Das heißt, Hitler ist nicht der Exponent des Bewegungskrieges. Hitler ist nicht derjenige, der die Panzerwaffe als die siegbringende Waffe eingeschätzt hätte, sondern Hitler läuft zu großer Form als Feldherr auf, nach seinem eigenen Selbstverständnis, in dem Moment, in dem der Krieg ins Stocken gerät, in dem gefragt werden Fähigkeiten der Verteidigung, der Errichtung von Festungen, von befestigten Stellungen. Und es ist ganz bezeichnend, dass die schweren Panzer, die Panther- und Tiger-Generation, die ab 1943 zum Einsatz kommen, dass Hitler persönlich dafür Sorge trägt, dass diese Panzer, einige von ihnen, in den Bunkern der Atlantik, des Atlantikwalls eingebaut werden, sozusagen als eine besonders
drehbare und schwenkbare Kanone. Das heißt, der Panzer wird seiner Qualität als Bewegungswaffe beraubt und als eine verteidigungs- und festungstaugliche Waffe eingesetzt. Das sind nur einige Beispiele dafür, die verdeutlichen, dass Hitler auf diesem genuinen Gebiet der Verteidigung, wo Fähigkeiten des Festungsarchitekten gefragt sind, sich seinen Generälen überlegen fühlt und viele Generäle in der Tat auf diesem Gebiet, das nicht zur klassischen Kriegführung zählt, sich dem Führungsanspruch Hitlers unterordnen. Man kann also, glaube ich, bilanzierend festhalten, dass es viele Wege vom Künstlertum zu Hitler gibt. Der eine Weg führt vom Künstler Hitler zum Politiker Hitler, zu einem politischen Performance-Künstler, wie ich es in diesem Buch genannt habe, der in erstaunlicher Weise imstande ist, den neuen performativen und visuellen Erwartungen an einen massentauglichen Stil der Politik entgegenzukommen und der durch seine akkusmatische Herrschaft entscheidend dazu beiträgt, Charisma zu generieren. Der andere Aspekt ist, dass es immer eine Brücke zwischen Kriegführung und Kunst gegeben hat, einen etablierten Diskurs, der das Künstlertum durchaus als integralen Bestandteil des Feldherrntums gesehen hat. Und Hitler hat diesen Diskurs genutzt, ihn mit dem Genie-Diskurs angereichert. Und damit haben wir in der Tat eine welthistorisch überaus singuläre Konstellation, die auch entscheidend dafür ist, dass Hitler ein solches Unheil in der Weltgeschichte angerichtet hat. Sie werden in der Geschichte des 20. Jahrhunderts keine Person finden, die durch die Ästhetisierung der Politik nicht nur das Politische usurpiert, sondern zugleich das Militärische okkupiert hat und damit imstande war, die weltanschaulichen Grundlagen für einen rassenideologischen Vernichtungskrieg zu legen, die politischen Konstellationen für einen Angriffs- und Raubkrieg zu schaffen und zugleich die legitimatorische Grundlage dafür zu schaffen, dass das größte Verbrechen der Menschheit, nämlich die Ermordung der Juden, von ihm durchgeführt und legitimiert werden konnte. Insofern haben wir in Hitler in gewisser Weise eine einzigartige Übersteuerung, eine einzigartige ästhetische Aufladung der Politik und des Militärs. Und das trägt dazu bei, dass die Beziehung zwischen Kunst und Politik, zwischen Kunst und Militär durchaus einer Betrachtung wert ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Wolfram Püter, für diesen Vortrag, der uns, glaube ich, ein Musterbeispiel dafür geliefert hat, für das notwendige Ausmaß an Nüchternheit, mit dem man als Historiker an Zusammenhänge herangehen muss. An Zusammenhänge, die zunächst einmal ja möglicherweise einem fast im Halse stecken bleiben. Zusammenhang zwischen Kunst und Politik, zwischen Ästhetik und Politik, sogar zwischen Kunst und Krieg. Und das zentrale Stichwort, das auch auf dem Buch von Wolfram Püter schon auf dem Titel aufscheint, ist Herrschaftsanalyse. Das heißt, alles, was hier in diesem Zusammenhang zu sagen ist, dient zur Erklärung der Ausübung von Herrschaft in einer ganz besonderen Form, die wir nun geschildert bekommen haben. Wir haben ausreichend Zeit zur Diskussion und ich bin davon überzeugt, dass es eine ganze Reihe von Fragen gibt. Ich bin jetzt hier so ein bisschen geblendet vorne durch das Licht, aber ich werde, da hinten haben wir eine Frage, genau. Herr Professor, darf ich Sie etwas fragen? Hitler hat doch zur Verteidigung im Westwall damals den Siegfriedswall bauen lassen. Hat dieser Siegfriedswall damit zu tun, dass er eigentlich den Bewegungskrieg eigentlich gar nicht so geschätzt hat? Der passt nämlich ins Konzept. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ich habe gesagt, hat der Bau dieses Siegfriedswalls damit zu tun, dass er eigentlich dem Konzept eines Bewegungskriegs nicht wirklich vertraut hat? Also, der Westwall ist natürlich ein Beleg dafür, dass Hitler sich sehr frühzeitig dem Festungswesen zugewandt hat. Und der Westwall ist mehr als eine Chimäre, mehr als eine Propaganda-Inszenierung gewesen. Hitler selbst hat 1938
intensiv die Befestigungsanlagen getestet und hat danach auch den dafür zuständigen Militär entlassen, weil er mit dem Zustand der Befestigungsanlagen nicht zufrieden war. Und wir wissen erstaunlich wenig darüber, wie Hitler jetzt konkret in den Bau der Befestigungsanlagen im Westen eingegriffen hat. Aber klar ist, dass Hitler das zur Chefsache gemacht hat. Wichtig in diesem Kontext auch etwas, was wenig bekannt ist. Das erste Opfer der hitlerschen Aggression ist ja die Tschechoslowakei gewesen. Die Tschechoslowakei verfügt über ein exzellentes Befestigungssystem, das natürlich durch die Abtretung des Sudetenlandes dann im Oktober 1938 hinfällig geworden ist. Aber die Krise eskalierte ja bereits im Mai 1938 und der Fall Grün stammt auch vom Mai 1938. Also insofern hatte Hitler genügend Gelegenheit, auch am Beispiel der tschechoslowakischen Befestigungsanlagen zu testen und seine eigene Expertise einzubringen. Und wenn Sie sich vor Augen halten, wie intensiv Hitler Anteil am Zustandekommen des Atlantikwalls genommen hat. Sie müssen nur die Besprechungen zwischen Hitler und Albert Speer, die relativ gut protokolliert worden sind, einmal nachlesen. Es gibt Edition von Willy Boelke dazu. Speer war der Verantwortliche auch für den Bau des Atlantikwalles über die Organisation Tod. Und da werden Sie ganz verblüfft feststellen, wie detailverliebt, aber auch durchaus wie sachkundig Hitler sich in solche Einzelheiten des Festungsbaus einschaltet. Also insofern ist alles, was mit Festungsbau zu tun hat, Chefsache. Dort ist Hitler mit ganzem Herzen bei der Sache. Auch die Eroberung von Sevastopol 1942. Sevastopol ist eine der wichtigsten und größten Festungen. Jeder weiß, der den Krimkrieg kennt, wie lange die Briten und Franzosen im Krimkrieg gebraucht haben, um diese Festung zu erobern. Nun gelingt es der von Manstein bepflegten Armee, innerhalb weniger Wochen diese Festung zu erobern. Auch hier ist eine genuine Festungsexpertise gefragt. Also man könnte dieses Thema noch in vielerlei Hinsicht sozusagen festungsmäßig durchdeklinieren. Bitte schön. Wie erklären Sie sich, dass also die obersten Militärs, zum Beispiel Erich von Manstein oder Generaloberst Guderian, in ihren Biografien nach dem Krieg, in ihrer Kritik gegenüber Hitler äußerst zurückhaltend sind, zum Beispiel, meiner Meinung nach. Ja. Sie finden da eigentlich nur wenig. Ist es das schlechte Gewissen? Will man sich nicht eingestehen, dass man hier zu wenig Widerstand geleistet hat? Oder was war der Grund? Speziell bei Guderian, Erinnerungen eines Soldaten, findet man eigentlich nicht wirklich und nur eine äußerst vorsichtige Kritik am obersten Feldherrn und Führer. Ja, vielen Dank für den Hinweis, der wichtig ist. Guderian und Manstein sind zwei unterschiedliche Typen. Guderian ist in mancherlei Hinsicht der repräsentativere. Heinz Guderian ist der geistige Schöpfer der Panzerwaffe. Er ist derjenige, der die Panzerwaffe nicht als Unterstützung des Heeres, sondern als selbstständige Waffe etabliert hat. Und dieses Konzept bewährt sich beim Frankreich-Feldzug auf vortrefflichste. Guderian ist der erste hohe General, der von Hitler entlassen wird, weil er gegen den Haltebefehl im Dezember 1941 verstoßen hat. Aber Guderian, und das macht seine Repräsentativität aufs, schmollt nicht, er zieht sich nicht zurück, sondern er schläft, metaphorisch gesprochen, bei geöffnetem Fenster, damit er den Ruf des Führers nicht überhört. Er wartet gewissermaßen darauf, von Hitler reaktiviert zu werden, und 1943 ist es soweit, er wird zum Chefinspektor der Panzerwaffe ernannt und nach dem 20. Juli 1944 zum Generalstabschef. Also eine erstaunliche Karriere, die Karriere Knicks, aber auch Höhepunkte aufweist. Es gibt viele Gründe. Der eine ist, dass Guderian wie viele andere höhere Offiziere der Großdeutschen Armee, des Großdeutschen Heeres, auch pekuniäre Interessen hatten. Auch Guderian ist ein Gut geschenkt worden. Hitler war sehr freigebig mit Dotationen. Wie ein Kriegsherr
des 19. Jahrhunderts wie ein König, der einen Soldaten für seine treuen Dienste belohnt. So ist auch Fürst Bismarck belohnt worden und so werden Guderian und viele andere belohnt, indem sie Güter erhalten. Guderian übrigens in seiner westpreußischen Heimat. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, da sind wir wirklich wiederum beim Ästhetischen, dass Hitler auf Guderian in der Tat eine Anziehungskraft ausgeübt hat. Guderian hat in Hitler allem Anschein nach jemanden gesehen, der gerade durch das Künstlertum, das er ausstrahlte, etwas besessen hat, was er selbst nicht besessen hat. Das heißt, Hitler war gerade für solche höheren Offiziere interessant und übte eine gewisse faszinierende Wirkung aus, die selbst vielleicht künstlerische Interessen besaßen, sich aber selbst auf diesem Terrain nicht sicher vorkamen, nicht firm waren. Und an Hitler, dessen ja, Belesenheit, dessen autodidaktisches Wissen, dessen, wir wissen es auch, selbstverständlich ist das oberflächlich gewesen. Aber Hitler konnte zu allem etwas sagen. Hitler war imstande, in den militärischen Lagebesprechungen die Kaliber der Geschütze genau zu definieren. Er verfügte über ein relativ phänomenales Zahlengedächtnis, was solche militärischen Details anbelangt. Zugleich konnte er über die Politik der Weltgeschichte resonieren, das Ganze mit architektonisch-kunsthistorischen Exkursen verbinden und das konnte Personen wie Guderian, aber auch wie Keitel imponieren. Manstein ist da schon aus anderem Holz geschnitzt. Manstein ist wirklich der klassische Generalstäbler. Kühl, nüchtern, bis ins Herz. Manstein, wenn man die Tagebücher liest, ist ab 1943 jemand, der verzweifelt. Er sagt und ist der Einzige, der es wagt, Hitler es ins Gesicht zu sagen. Manstein ist der einzige hohe Militär, der Hitler kritisiert, und zwar auch öffentlich. Er sagt, wenn wir den Krieg generalstabsmäßig im Osten führen würden, wenn wir uns also zurückziehen würden, statt diese Haltedoktrin, Hunderttausende von Soldaten zu opfern, dann hätten wir Chancen zumindest auf ein Remis im Osten. Wir müssen einfach unsere generalstabsmäßigen Kenntnisse anwenden. Und das geht sogar so weit, Punkt öffentliche Kritik. Es gibt ein Sakrileg, etwas, was nie jemand anderes als Manstein gewagt hat. Das Sakrileg betrifft die Redeauftritte Hitlers. Es ist vollkommen klar, dass Hitler, der in der Rede seine ganze herrschaftliche Potenz offenbart, dass dieser Redner Hitler, der einen herrschaftlichen Akt verübt, dass dieser Redner Hitler nicht unterbrochen werden darf. Sowohl bei seinen Staatsreden, natürlich Applaus, als auch bei den Ansprachen vor dem Militärs. Denn Hitler hat natürlich ab 1941 auch vor dem Militärs für seine Politik geworben. Und am 27. Januar 1944 passiert dieses Sakrileg. Hitler hält eine seiner Ansprachen in der Wolfschanze im Führerhauptquartier. 350 höhere kommandierende Generale sind dabei. Und Manstein unterbricht Hitler. Er macht einen Zwischenruf, einen vergifteten, maliziösen Zwischenruf, der von den einen als Zustimmung gedeutet wird, aber Hitler weiß ganz genau, dass das eine Insubordination ist. Was passiert? Nach der Rede wird Manstein zu Hitler befohlen und dann bekommt er die gesamte Wut, einen Wut- und Hassausbruch Hitlers zu spüren. Woher wissen wir das? Wir wissen das, weil es einen Chronisten gibt, der bei jedem Lagevortrag Hitlers dabei war, der bei jeder Besprechung Hitlers im Führerhauptquartier dabei war und der da auch deswegen dabei war, als Hitler Manstein den Kopf gewaschen hat. Der wichtigste Zeuge, das ist derjenige, der Beauftragte Hitlers für die militärische Geschichtsschreibung. Das ist eine Sonderbehörde Hitlers, die bis heute oder bis zu diesem Buch, behaupte ich einmal, unbekannt gewesen ist. Das ist der bestinformierte Mann neben Hitler, Oberst, später General Walter Scherf. Walter Scherf hat sich Notizen gemacht. Danach, es war ja verboten wegen der Lagebesprechung. Wenn Sie diese Notizbücher finden, dann würden Sie ein ganz neues Licht auf die Militärgeschichte werfen. Ich habe mich natürlich auch darum bemüht, aber allem Anschein nach hat Scherf seine Notizbücher
ebenso vernichtet wie alle stenografischen Berichte der Lagebesprechungen, von denen er über ein Exemplar verfügte. Heißt, wir wissen durch einen puren Zufall, weil die Sekretärin von Scherf, deren Nachlass ich gesehen habe, dieses berichtet, wissen wir, wie Manstein behandelt worden ist. Also am Beispiel Guderians und Mansteins haben sie zwei durchaus unterschiedlich akzentuierte Repräsentanten der deutschen Militärelite, die durchaus unterschiedlich agiert haben. Und das erklärt auch, warum Manstein seine Memoiren so geschrieben hat, wie er sie geschrieben hat. Zum Thema Guderian wollte ich noch sagen, ich glaube, es hängt auch ein wenig damit zusammen, dass die Theorie, die neue Strategie der Panzerwaffe, die Guderian seinerzeit entworfen hatte, ja im Generalstab nicht besonders viel Anklang fand und eher Hitler der war, der davon begeistert war und darin die Chancen gesehen hat. Ja, Hitler hatte sicherlich, weil er ein Homo Novus war, also jemand, der keiner verfestigten militärischen Doktrin huldigte, sicherlich war er aufgeschlossener gegenüber technischen Innovationen. Hitler war ein Techniknarr, Hitler war ein Autonarr, Hitler war jemand, der die Massenmotorisierung propagiert hat. Das Volkswagen-Projekt ist ja nur ein Beispiel dafür. Aber Hitler ist nun nicht derjenige gewesen, der im Bewegungskrieg das Allheilmittel für einen siegreichen Kriegsausgang gesehen hätte. Es gibt wenig bekannte Zeugnisse, wo Hitler schon im November 1941 sagt, dass das Zeitalter der Panzerwaffe vorbei sei. Weil die Panzerabwehrwaffen immer raffinierter würden, der Panzer gewissermaßen als fahrender Sarg dargestellt wird. Und das führt auch dazu, dass Hitler, was ja vom Oberkommando des Heeres durchaus kritisiert wird, die Panzerarmeen bremst, sie drosselt ihren Vormarsch sozusagen, zügelt, worüber sich die Führer der vier Panzergruppen im Ostkrieg gewaltig ärgern. Wir nehmen Hitler immer als denjenigen wahr, der gewissermaßen der Protektor von Erwin Rommel gewesen ist, und Rommel gilt als der Exponent des Panzerkrieges überhaupt. Aber das ist unzutreffend. Rommel hat die Panzerarmee Afrika, das Afrikakorps, hat einen Krieg auf einem Nebenkriegsschauplatz geführt, der für den Panzerkrieg wie gemalt gewesen ist. Der Ostkrieg ist da viel wichtiger, was die Stellung Hitlers zur Panzerwaffe anbelangt, und die ist sehr viel ambivalenter, als man auf den ersten Blick meint. Ich habe eine Frage zu dem Genie-Gedanken, den Sie angesprochen hatten. Und da fällt mir also ein, dass ja auch wohl Nietzsche einen besonderen Einfluss zumindest gehabt haben dürfte. Was können Sie dazu sagen? Die Frage liegt nahe und der Frage muss man sich stellen. Gibt es Traditionsbestände, die Hitler für seinen Geniekult aktiv bemüht hat? Und da gibt es zwei philosophisch versierte Denker, die in diesen Kontexten gelegentlich bei Hitler auftauchen. Nietzsche ist der eine. Nietzsche spielt allerdings praktisch keine Rolle. Hitler hat die Schriften Nietzsches nicht gekannt. Ich habe kein Quellenzeugnis gefunden, aus dem er vorgibt, geht, dass Hitler die Schriften Nietzsches jedenfalls so gekannt hat. Nietzsche wäre einfach gewesen, weil er ein Aphoristiker ist, dass er aus ihm Kapital geschlagen hätte. Es gibt keine Verweise auf Nietzsche in den öffentlichen Reden Hitlers. Und Nietzsche ist, das weiß Hitler vermutlich, auch viel zu ambivalent. Nietzsches Stellung zum Judentum. Also Nietzsche ist im Kern jemand gewesen, der Hochachtung vor den Juden besessen hat. Und hinzu kommt natürlich noch etwas anderes. Ein überzeugter Wagnerianer wie Adolf Hitler kennt, was er von Nietzsche kennt, ist von Nietzsche der Fall Wagner, wo Nietzsche aus verschmähter Liebe dem vermeintlich
wieder in die Fänge des Christentums geratenen, das heißt, nachdem er Parsival geschrieben hat, Richard Wagner, die Gefolgschaft von Treue aufkündigt und einen bitterbösen, von Polemik strotzenden Absagebrief in Gestalt dieser Schrift erteilt. Also für einen Wagnerianer ist Nietzsche durchaus eine problematische Figur. Die Figur, die viel wichtiger ist, die Figur, die auch hinsichtlich der Genieästhetik mehr zu bieten hat, ist Arthur Schopenhauer. Schopenhauer ist derjenige, zwar der einzige unter den Philosophen, der schon in den frühen 1920er Jahren gelegentlich bemüht wird. Schopenhauer ist derjenige, der in der Welt als Wille und Vorstellung zumindest eine Willensästhetik proklamiert hat. Und bei Schopenhauer passen ja Kunstauffassung und Handlungsanleitung perfekt zusammen. Also Schopenhauer ist für Hitler interessanter und auch deswegen, weil Hitler Schopenhauer gelesen hat. Und das wissen wir, weil wir wissen und wir kennen denjenigen, der maßgeblich Hitlers Bildungserfahrungen in den frühen 1920er Jahren in München bereichert hat. Hitler war jemand, der in seiner Wiener Zeit und seiner frühen Münchner Zeit das gelesen hat, was ihm in den öffentlichen Bibliotheken unter die Hände kam, hauptsächlich architektonische und kunsthistorische Studien. Philosophische Studien ist er auf den Weg gegangen. Nun gibt es in München in den frühen 1920er Jahren eine völkische Kunstszene und einer dieser Exponenten der völkischen Kunstszene ist ein bislang wenig bekannter freiberuflich tätiger ehemaliger Kapellmeister namens Adolf Vogel. Und Adolf Vogel ist Mitglied der Schopenhauer Gesellschaft, also einer Gesellschaft, die sich den ja von der akademischen Zunft verschmähten Schopenhauer als Heros auserkoren hat. Und wir wissen, dass die erste Schopenhauer Gesamtausgabe, die wird Hitler von Adolf Vogel geschenkt. Also Hitler kannte Schopenhauer aus eigener Erfahrung und Vogel hat viel dafür getan, um Hitler mit Schopenhauer oder Schopenhauer mit Hitler bekannt zu machen. Ich habe mich offen gesagt jetzt auch mal auf die Frageliste gesetzt. Wir haben nämlich heute Nachmittag am Institut eine kleine Diskussion darüber gehabt, inwieweit die Vorstellung Hitler als Künstler trägt. Ich glaube, dass das in der Selbstdarstellung Hitlers ein wichtiges Motiv gewesen ist. Ich glaube auch, dass es ein wichtiges Instrument sein kann, sein Handeln zu erklären. Aber das, was im Nachdenken über den Einwand, den eine Kollegin geäußert hat, bei mir noch zutage tritt, ist die Frage, setzt aber dieses große Erklärungsmomentum der Künstler Hitler nicht eigentlich voraus, dass es in praktisch allen Teilen der deutschen Gesellschaft eine prinzipielle Anerkennung des Künstlers gegeben hat? Und das ist ein Punkt, wo ich ein bisschen Zweifel habe. Gibt es nicht auch Teile in der Gesellschaft, in der der Künstler eigentlich nicht wirklich eine respektable Figur ist? Also der Künstler immer ein bisschen als der, ja, das verkannte Genie auch, als eine Figur, die am Rande der Verwahrlosung lebt, die eigentlich ins Lächerliche abdriftet oder abdriften kann, die nicht wirklich was arbeitet, nicht in der Lage ist, eine Familie zu ernähren und, und. Solche Künstlerbilder können wir doch in der deutschen Gesellschaft und in der deutschen Geistesgeschichte jede Menge abrufen. Ich würde sagen, Bildung, ja, das ist etwas extrem Respektiertes in nahezu allen Schichten der Gesellschaft, aber der Künstler, das ist doch auch eine problematische Figur in der Gesellschaft. Wie würden Sie vor dem Hintergrund, falls Sie dem zustimmen, wie würden Sie vor dem Hintergrund dieses durchaus problematischen Künstlerbildes die Position Hitlers als Künstler einordnen? Was macht er richtig, um dieses negative Künstlerbild immer wieder zu unterlaufen? Das muss er ja dann doch offensichtlich tun, wenn er auf dieser Schiene Anerkennung finden will. Das ist natürlich eine ganz wichtige, zentrale Frage, auf die man folgendermaßen antworten kann. Die Frage zielt ja auf die nicht zuletzt soziale Zusammensetzung. Immer wenn man Gesellschaft meint, dann zielt man darauf ab,
der Frage nicht auszuweichen, ob die agrarische, von der Landwirtschaft lebende Bevölkerung, ob die Industriearbeiterschaft, ob das Bildungsbürgertum, ob die Unternehmerschaft sich so oder so rezeptiv verhalten hat. Also wir zerlegen sozusagen den großen Begriff Gesellschaft in die sozialen Stratifikationen. Ich muss verhehlen, dass ich immer stärker zum Kulturhistoriker und zum Kulturwissenschaftler geworden bin, weil ich der Überzeugung anhänge, dass es soziale Zugehörigkeiten sprengende Dispositionen, Deutungen, Sinnmuster gibt, die sich einer rein sozialhistorischen Zuordnung entziehen. Das können Sie feststellen, wenn Sie sich mit der Frage beschäftigen, wie der Erste Weltkrieg trotz der Kriegsniederlage in den kulturellen Haushalt der den Krieg nicht erlebenden nachfolgenden Generationen überführt worden ist, nämlich mit Hilfe von Literatur. Da stellen Sie fest, jedenfalls nach dem, was die Forschung bislang herausgearbeitet hat, dass auch gerade unter jungen Arbeitern ein Romanautor wie Werner Bäumelburg, über den gerade eine Dissertation bei mir erschienen ist, die ja eine halbe literaturwissenschaftliche ist, genauso stark rezipiert wird wie Erich Maria Remarque. Das heißt, selbstverständlich gibt es eine politische Kultur, die man als parochial bezeichnen könnte, die unempfänglich ist für Sinnstiftungsangebote der Hochkultur. Und dazu gehört auch das Künstlertum. Also die Bauern in einem oberbayerischen Bergdorf haben keine explizite Beziehung zum Künstlertum und zur Kunst besessen. Aber die sind auch nicht diejenigen, also die parochial verfassten politisch-kulturellen Inseln, die im Diskurs meinungsführend und deutungskulturell bestimmend sind. Wenn Diskurse politikmächtig sind, und mich interessiert immer die Politikmächtigkeit von Diskursen, dann ist entscheidend, dass sie dort bei den Akteuren Besitz ergreifen und Entscheidungen bestimmen. Und deswegen erlaube ich mir in der Tat, mich auf die Akteure zu konzentrieren, die Entscheidungen getroffen haben. Und bei denen wird man feststellen, dass in hohem Maße das Künstlertum ein positiv besetzter Begriff ist. Das ist auch, vermutlich reicht das viel, viel weiter. Dann ist es erstaunlich, dass Hitler, dass es nirgendwo eine Einschränkung des Künstlertums bei Hitler gibt. Es wimmelt ja geradezu von der Selbststilisierung Hitlers. Wir haben den Baumeister, Hitler derjenige, der sich als Baumeister feiern lässt. Aber das erlaubt natürlich auch Anschluss an den Technikdiskurs. Der Baumeister Hitler baut die Autobahn. Die Autobahnen sind übrigens auch in ästhetischer Hinsicht hochinteressant. Der Sonderbevollmächtigte für den Autobahnbau ist ein alter Nationalsozialist, nämlich Fritz Todt, über den es bis heute keine vernünftige Arbeit gibt, dem es aber gelingt, mit dem Autobahnbau zugleich auch ein ästhetisches Projekt durchzuführen. Wir haben also in hohem Maße im Diskurs, in dem massenergreifenden, sozialübergreifenden Diskurs über Technik, über Modernisierung zugleich immer einen ästhetischen Diskurs eingelagert, in dem das Künstlertum dessen, der entwirft, in hohem Maße positiv besetzt ist. Ich leite gerade ein Projekt über Ferdinand Porsche. Da können Sie das auch sehen. Ferdinand Porsche, 1875 geboren im böhmischen Maffersdorf in Wien, Wiener Neustadt und Steyr, nicht zuletzt konstruktiv tätig. Auch Porsche ist mit dem Genie-Attribut geschmückt worden. Warum? Das muss ich noch herausfinden und wie. Aber was ist die Haupteigenschaft, die Porsche zuerkannt wird? Das ist die des Konstrukteurs, desjenigen, der entwirft. Denn Porsche konnte weder zeichnen, noch verfügte über wirklich sozusagen visuell reaktivierbare Fähigkeiten. Aber war der Tüftler, der sozusagen aus den Einzelteilen etwas Großes Ganzes macht. Das heißt, auch das Beispiel Porsche zeugt davon, dass nach meiner festen Überzeugung es einen sozial überwölbenden ästhetischen Diskurs gibt über das Künstlerische, das sich in verschiedenen Formen, nicht zuletzt dann auch in der künstlerischen Erhöhung des Ingenieurs und Technikers widerspiegelt, das dafür spricht, dass es ein omnipotenter Diskurs ist, sodass man
im Grunde jetzt gar nicht sozialhistorisch unbedingt fein differenzieren muss. Weitere Wortmeldungen da hinten? Dürfte Sie etwas fragen wegen dem Geniekult? Gab es da nicht von Anfang an also irgendwie eine Kritik daran? Ich kann mich noch erinnern, ich habe da irgendwo einen Satz von Christoph von Lichtenberg im Kopf, der mal gesagt hat, so ungefähr, der hat sich da ein bisschen lustig gemacht gehabt, der gesagt hat, da haben sie ihn nie gesehen. Damit hat er ein bisschen die Elation ein bisschen lächerlich gemacht und auch die Künstler. Gab es da nicht noch mehr davon? Ja, die Frage ist sehr berechtigt und das gibt mir Gelegenheit, in der Tat darauf einzugehen, dass das Genie durchaus problematische Schattenseiten besitzt und dass das Reden über das Genie bis weit in das frühe 20. Jahrhundert für viele auch immer ein Reden über die Nachtseiten des Genies, nämlich den Wahnsinn ist. Wenn Sie Cesare Lombroso lesen, Genio e Follia, also Genie und Wahnsinn, ein einflussreiches Buch eines Psychiaters, das dazu führte, breit rezipiert im Strafrecht, wie Max Norder und viele andere mehr, bis Gottfried Benn können Sie es verfolgen, ist das Reden über das Genie ist bis in das frühe 20. Jahrhundert hinein mit einer pathologischen Nebenseite behaftet. Und zwar dann, wenn man das Genie als eine psychopathologische, ja, degenerative Erscheinung betrachtet. Wenn man versucht, gewissermaßen biologisch gesehen die Familiengeschichte der Genies zu durchleuchten, das macht man. Das machen Psychiater wie der in Marburg lehrende Tübingen Ernst Kretschmer und viele andere, die sich die Frage stellen, leuchten wir in die biologische Familiengeschichte der Genies hinein, dann stellen wir Abweichungen, pathologische Verirrungen fest, die aber gerade, weil sie pathologisch sind, zumindest für einen Moment eine Quelle der Kreativität bedeuten. Und das Interessante ist, dass diese gefährlichen Nebenseiten des Geniediskurses bei Hitler ausgeblendet werden. Denn Hitler, ausgerechnet der Rassenfanatiker Hitler, der dafür sorgte, dass die deutschen Volksgenossen mithilfe ihres Arier-Nachweises und mithilfe erbbiologischer Durchmusterung Rechenschaft ablesen mussten über ihre Familiengeschichte. Außerdem Hitler hat sich einer solchen Durchleuchtung der eigenen Familiengeschichte ganz bewusst entzogen. Es ist gewissermaßen ein entkörperlichter Hitler, einer von seiner biologischen Geschichte abgelöster Hitler, der sich hier als reines Genie, also Genie sozusagen, wie wir es in der Mitte des 18. Jahrhunderts finden, im der Entstehung des Geniediskurses präsentiert. Und die interessante Frage wäre, ich habe Andeutungen gemacht, warum es Hitler gelingt, den Geniebegriff zu entkoppeln und die pathologischen Seiten des Genies nicht zu berücksichtigen. Ich habe auch ein Argument dafür geliefert, warum ihm das gelungen ist, denn es gibt in der Genieästhetik einen Begriff, der mit dem Geniebegriff verwandt ist und der durch Goethe in Dichtung und Wahrheit in die deutschsprachige Geistesgeschichte eingeführt worden ist. Und der Begriff ist das Dämonische. Das Dämonische ist bei Goethe in Dichtung und Wahrheit eine Bezeichnung für einen Genie, für einen Schöpfer, für einen ungeheuer produktiven und schöpferischen, der aber alle moralischen Maßstäbe sprengt, dem man sich ausliefert. Jemand, der auch bösartig sein kann, der hasserfüllt sein kann, dessen Kraft auch zur Destruktion fähig ist. Und das Interessante ist, dass sie genau diese dämonische Übertragung hinsichtlich Hitlers ebenfalls in den Quellen finden. Das Dämonische ist die erste Kategorie, die Person in den Sinn kommt, die danach trachten, eine ästhetische Kategorie zu finden, die die Destruktivität Hitlers zu erfassen imstande ist. Also insofern könnte man sagen, dass der Dämoniediskurs die Kompensation für den Pathologiediskurs ist, der dem Genie von Anfang an angehaftet ist. Meine Damen und Herren, ich schaue in die Runde. Wenn ich keine Wortmeldung übersehe, dann gibt es jetzt keine.
Insofern sind wir am Schluss unserer Veranstaltung angelangt. Ich darf dem Referenten Wolfram Püter noch einmal sehr herzlich danken. Ich fühle mich im besten Sinne belehrt und hoffe, es geht vielen von Ihnen genauso. Herzlichen Dank und ich wünsche allen einen guten Nachhauseweg.